Toleranz und friedliches Miteinander in diesem Jahr unter dem Motto Das Nationenboot. Als erste Dank an die Eltern, die geholfen haben, aus so einem ollen Lindenstamm dieses schöne Boot zu fertigen. Und ich denke, am morgigen Abend werden an der Strippe dort 20 verschiedene Fahnen von 20 verschiedenen Ländern zu sehen sein. Ich möchte jetzt dieses Lager offiziell eröffnen. Ich würde euch bitten, laut starken Jubel haben wir zur Eröffnung. Hey! Wir machen ein Waldcamp mit der ganzen Mannschaft. Kein Bändchen, nichts zu essen. Bändchen, was zu essen. Okay. Für unsere Küche natürlich auch viele, viele Spenden. Ihr kriegt angefangen von Getränken bis hin zu einem Schwein, das für uns zerteilt und zerlegt wurde und das wir in feinsäuberlicher Arbeit verarbeitet haben zu Gulasch, zu Steaks. Wir haben natürlich in unserer Küche auch fleißige Feen, die mich aktiv unterstützen. Die vielen Helfer sind alle ehrenamtlich hierbei und arbeiten mit mir zusammen und versorgen unsere Kinder hier. Ja, das ist unser Jüngster hier im Waldcamp, mein Enkelsohn John. An unserer Station sind die Station 1 und bei uns müssen die Kinder kosten. Und dann müssen sie sagen, was es ist und dann gibt es die Punkte bei uns. Wassermelone? Was ist die Mutter? Und auch noch? Und das? Richtig. Oh. Senf? Nein, das ist aber was Scharfes. Das merkt man. Was Rotes. Also, das ist ein Paarspiel. Und zwar, einer muss CD werfen, der andere muss die CD mit den beiden Schalen fangen und dann durch die Beine und diese Bürste. Die Kinder müssen versuchen, die Smarties mit dem Strohhalm anzusaugen und dann in die Becher durch dieses Loch zu führen. Und das ist eigentlich das Ziel dabei. Und wenn sie alle, wenn sie in jedem Becher ein Smartie kriegen, dann haben sie volle Punktzahl von 10 Punkten erreicht. Wenn ich dann am Becher war, habe ich Luft aufgehört und dann ist er ins Becher gefallen. Also die Kinder, die machen hier Blasrohrschießen. Und ja, wir haben zwei verschiedene Blasrohre, eins für die Mädchen, eins für die Jungs. Für die Mädchen und für die Jungs. Ist ein bisschen schwerer als für die Jungs. Und ja, wir versuchen die Tiere da vorne zu treffen und danach kriegen sie die Punkte. Drei Tiere einzeln getroffen und zwei habe ich doppelt. Jedną minutę dzieci muszą zdobyć 10 punktów maksymalnie. Muszą wyciągać, tak? Rybki pojedynczą. Rybki punktowane. Jeden punkt, 5 punktów, 2 punkty. Maximalnie 10 punktów do zdobycia. Ich habe da Fische geangelt, so eine Pappfische. Ich hatte nur einen, weil es wirklich schwer war. Sie können hierher kommen und in diese Krabbelboxen reingreifen. Dort sehen sie nicht, was dort ist. Und können fühlen. Und durch das Fühlen zwischen den Fingern bekommen sie raus, was in diesen Kästen drin ist. Dort haben wir viele verschiedene Sachen versteckt, die so im Wald und auf den Wiesen vorkommen. Und die sollen sie einfach erfüllen. Die Nummer 3 habe ich nicht sehr gut geschafft. Das war ja schwer. Diese kleinen Dinger, die so fast so wie Zapfen oder so, aber die wusste ich nicht, wie die heißen. Aber sonst ist das Waldcamp richtig toll. Und ich habe bis jetzt fast alle Stationen. Wenn ihr auch mal nächstes Jahr hierher kommen wollt, wird es euch bestimmt Spaß machen, wenn das Wetter schön wie heute ist.
Wir sind eine Gruppe aus Syrien. Alle sind Studenten, auch Doktoranden. Das macht für uns auch viel, viel Spaß, auch für die Kinder. Man lernt hier oder kennt hier also ganz viele Leute lernen. Und die sind einfach sehr, sehr, sehr lieb. Ich finde, dass Waldkamp eine gute Idee ist, weil die Kinder Kontakt haben. Und dieses Jahr werden wir von deutsch-polnischen Jugendwerk gefördert. Deswegen machen wir eine kleine Sprachanimation und auch spielen mit deutschen und polnischen Kindern. Und das ist eine Vorbereitung auf unser zukünftiges Projekt, das wir in Polen und in Deutschland durchführen möchten, dass die gleichen Kinder das ganze Schuljahr Kontakt haben. Nächstes Jahr kommen wir wieder hierher und da werden wir bestimmt unsere Bekannte von dieses Jahr auch wieder treffen. Ja, wir möchten die Gelegenheit nutzen und möchten die Gastgeschenke an die polnischen Gruppen übergeben. Und zwar durch die Euroregion Viadrina sind Gastgeschenke gefördert worden, und zwar T-Shirts, die haben wir auch für die Kinder anfertigen lassen, und wir möchten das jetzt an die Gruppenleiterin der polnischen Gruppe übergeben. Alle Mann zum Tauziehen! Alle Mann! Hören an den Seil! Es geht jetzt los! Teardrop in my eyes, country roads take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country roads. Die Kinder laufen hier lang. Hier an der Schleuse ist die erste Station Sackhüpfen. Auf die Plätze, fertig, los! An dieser Station seht ihr 15 verschiedene Feuerwehrgeräte, und eure Aufgabe ist es, innerhalb von 6 Minuten so viele Geräte wie möglich zusammenzubauen, sodass eine Figur entsteht, die frei steht. Beim Bowlen oder beim Kegeln, Schlauchkegeln. Hier vorne ist die Linie. Der Schlauch muss so ausgerollt werden, dass er die Flaschen trifft. Je nachdem, wie viele Flaschen umfallen, kriegt er die Punkte. Die Station heißt Toilettenrollen-Sushi. Oh. Das heißt? Sushi ist
Papier da nicht dabei. Sagst du, was ist das? Ja. Mit Stäbchen essen. Wo sind die Toilettenpapier? So, eure Aufgabe ist jetzt, die Schläuche auszurollen in die Richtung, alle vier zusammenzukuppeln. Und wenn die alle ausgerollt sind, müsst ihr hier vorne eine große Schnecke daraus rollen. So wie der Schlauch momentan ist. So wie sie jetzt sind, bloß alle zusammen. Ob das gut geht? Ja, mir hat das jetzt gerade eben richtig Spaß gemacht. Gute Stimmung, viel zu viel Spaß gehabt und war auch viel zu erleben. Steckheimer gespielt. Das war halt auch toll. Ja, also Waldcamp ist immer lustig, wir machen viel. So spielen und dann war das gut. Dann sind wir im Boot schlafen gegangen. Die Kinder haben Spaß und Abwechslung die ganze Zeit. Und wie man sieht, die ganze Zeit was zu tun. Und die sind ja mit Ehrgeiz dabei. Ich glaube, das finden die ganz, ganz toll. Herr Gasche ist eigentlich ein sehr guter Organisator, hat sich sehr eingesetzt und sollte es auch weiterführen. Und ihm gebührt ein sehr großer Dank, dass er das hier als jedes Jahr aufs Neue aufbaut und organisiert. 260 glückliche Kinder, schmutzige Kinder, müde Kinder. Nach 3 Tagen Waldcamp für Toleranz und friedliches Miteinander. In diesem Jahr mit dem Motto das Nationenboot. Und ungefähr 100 Betreuer, die 3 Tage ehrenamtliche Tätigkeit hier hinter sich haben, im Küchenzelt, bei den Spielen, bei Sport, Spaß, alles für die Kinder gegeben haben, auf Schlaf verzichtet haben, auf ihr privates Leben verzichtet haben und in diesem Jahr sogar aufs Pfingstfest verzichtet haben, um hier im Waldcamp für die Kinder da zu sein. Bei diesen möchte ich mich ganz, ganz besonders bedanken und ich wünsche mir, dass sie weiter bei der Stange bleiben, dass sie weiter für diese Idee, die ohne ihre Hilfe null und nichtig ist, einfach da sind. Möglich geworden ist es in diesem Jahr nur, dieses Event in dem Maßstab zu realisieren, weil wir ganz, ganz große Unterstützung hatten von der Euroregion Viadrina, die aufgrund der Zusammenarbeit mit unserer polnischen Partnergemeinde die finanzielle Basis geschaffen haben, um diese Sache für die Kinder auf die Beine zu stellen. Und dafür auch ganz, ganz herzlichen Dank an diese Organisation. Diese Person war früh die erste, abends die letzte. Er hat die Schlüsselgewalt für unseren LKW gehabt, hat aufgepasst, dass die Grillwürste nicht geklaut werden. Und ich glaube, der hat hier am meisten geschwitzt. Und aus dem Grund habe ich für diese Person von Haribo ein kleines Handtuch, um nach dem Baden den Schweiß abzuwischen. Und da noch eine Situation ist, er ist Opa geworden. Und als Opa braucht man viel Geduld, kriegt dann noch so ein Geduldsspiel. Jörg, kommst mal nach vorne. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Du bist wirklich, wie gesagt, stellvertretend für alle. Herzlich Dankeschön, Jörg. Und lass dich bitte mal mit dem Haribo-Bär nochmal fotografieren. Damit
möchte ich dann offiziell dieses Waldcamp für beendet erklären. Ich wünsche euch alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns gesund im nächsten Jahr wieder. Tschüss!